Moin Moin und hallo. Heute zeige ich euch, wie ich meine Abflüsse mal freikriege. Dafür habe ich mir so einen Luftdruckpümpel gekauft. Der schießt mit Luftdruck die Leitung frei, ohne Chemie. So, da haben wir das Gerät. Und in diesem Fall möchte ich euch in der Dusche zeigen, da läuft es nämlich gerade nicht so richtig ab, wie wir den wieder freikriegen. So, erstmal das Cover ab und dann legen wir los. So, als nächstes gucken wir uns mal an, welcher Adapter da passt. Der ist es. Wenn der Adapter luftdicht abschließt, nehmen wir den. Wir sollten dafür jetzt nicht das Riesending benutzen und auch nicht diese kleinen Schnuckis. Also, Gerät nehmen, Adapter nehmen, mit der Seite nach unten kommt sie weg, also kommt das hier rein. So, nochmal scharf machen. Einfach nehmen, reinstecken, ein bisschen hin und her drehen. Einsatzbereit. So, jetzt nehmen wir das Gerät und pumpen 10-mal. Acht, neun, zehn. Jetzt ist sie geladen. Auf geht's. So, zur Erklärung, wenn es vielleicht laut wird. Ich nehme das Gerät gleich. Drücke das drauf auf den Abfluss. So. So sieht das dann aus, dass nirgendwo Luft rauskommen kann. Und werde jetzt Wasser einfüllen. Und danach drücken wir den Abzug hier und schießen uns alles wieder frei. Also Wasser auf. Das Wasser dient dann auch zum Abdichten, dass keine Luft mehr rausfliegt, sondern nur die Luft in den Abfluss ballert. So, machen wir ein bisschen mehr, oder? So, jetzt haben wir eine Wassersäule drüber stehen und jetzt lösen wir aus. In 3, 2, eins. Los geht's! Wie ihr seht, fließt er wieder ab. Hui! Kam natürlich ein bisschen Schmodder mit raus. Das wischen wir jetzt weg und alles ist wunderbar. Cool, oder? Ohne Chemie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.